Also das ist ja noch so ein Typ, der da rumsteht. Hier ist offenbar das Miauz. Miauz. Da kann ich mal kurz gucken. Hör auf! Stop this! Items, Pokéball. Sehr schön, den Pursuit Bug hatte ich vorhin schon. Vergift. Mal gucken, ob Käfer gegen Psycho was bringt. Okay, der will gar nicht mehr bekämpfen. Juhu! Ich frage mich, was der Typ will. Ich muss mit ihm reden. Ein Trainer. Ich kann in deinen Augen sehen, dass du ein Pokémon-Meister werden möchtest. Du hast bereits 2 Badges. Na, guck mal. Tada! Machen es doch in-game. Nicht schlecht. Aber zur gleichen Zeit haben deine Pokémon mehr und mehr Kraft bekommen. Und diese Lust nach Kraft kann ich in ihren Geistern spüren. Gut, lass mir zeigen, was es wirklich bedeutet. Was es wirklich bedeutete, kraftvoll zu sein vor 10 Jahren, vor einer Dekade. What? What? Wo bin ich? Und warum bin ich hergekommen? Was war das für ein Ton? Wow. Los, Dragonier, benutze Hyperstrahl. Zerstöre diese Schwächlinge. Nein! Ich muss das stoppen. Genau, wir waren hier irgendwie und ich muss es gegen. Wissen du, bist du nicht der Drachentyp, der beim Top 4 ist? Ich dachte, ich habe ihn in dieser Stadt besiegt. Ach, na gut, mach ich. Einer mehr macht, bringt es fast auch nicht zum Überlaufen. Los geht's, Dragonier! Ich überlege gerade, was war denn gegen Dragonier effektiv? Eigentlich nur Eis, oder? Eis ist gerade nicht. Irgend eine Dunkelheit? Überstrahl, Alter. Yo! Aber ich kann es überhaupt nicht besiegen. Das Pikachu. Elektroball. Ja. Kann ich nicht besiegen. Quick. Wunsch, ja. Dingensbums. Ne? Läuft. Das Ding ist so irgendwie Level 40 oder so ein Scheiß, oder? Ominous Wind. Nope. Nicht mal normale effektive Attacken. Machen wir irgendeinen sinnvollen. Jetzt will ich einfach nur besiegt werden? Das ist doch dumm. Du kannst doch an dem Punkt noch gar nicht so weit sein, dass du das Dragonier besiegst, Mann. Stunspur. Ha! Paralysiert. Jetzt müsste sie jede Runde paralysiert sein, nämlich das irgendwann machen. So viel dazu. So viel dazu. Jetzt ist sie wieder tot. Es ist halt Hyperstrahl, ist einfach nur übel. Ja, Moment mal. Ich habe jetzt eine Attacke. Ich muss jetzt Butler machen. Aufladen, Butler, mit Underground. Es macht Hyperstrahl. Ich mach Butler. Ich kann doch nicht 2000 mal Butler machen. Oh. Hey, wenn Hyperstrahl daneben geht, zählt er es nicht als aufverbraucht? Was ist denn das für eine Frechheit? Das ist aber eine Loophole hier in den Regeln, ja? Wenn er einen Strahl hat, macht er einen Strahl. Er ist doch dumm. Ja, hier, nochmal ein Tackle, ist halt vollkommen Wurst. Wer hat eh besiegt? You Blackout.
Ahahaha, denkst du wirklich, du hast eine Chance? Los, Dragonier, verwandle Lein in Staub. Hyperstrahl! Ist doch dumm, was war das für eine Aktion? Wie bin ich hierher gekommen? Die Stadt! Ah, okay, jetzt bin ich hier. Die Stadt sieht normal aus. War das wirklich die Vergangenheit? Ich muss hingehen und mit dem Typen mal reden. Okay, jetzt bin ich mir automatisch. Das ist Fee gut gegen Drache. Ja, und dass ich das nicht gewinnen kann, ist mir irgendwie klar geworden. Nicht an dem Punkt, wo man hier ist. Jetzt muss er mir ein bisschen was erklären. Entschuldigung, dass du das, dass das erleben musstest, aber ich musste dir zeigen, was passiert, wenn du Kraft über alles andere stellst. Du siehst, das war Lance, der Pokémon-Liga-Champion. Oder besser gesagt, was er werden könnte. Sein Ziel ist es, diese zu zerstören, die Pokémon nicht ordentlich behandeln. Lenz hat die besondere Fähigkeit, mit Pokémon sprechen zu können und ihre Wunden zu heilen. Er kann also Drachen und drachenähnliche Pokémon kontrollieren. Was du gesehen hast, ist die Zerstörung von Vermilion City. Da ich diese psychischen Fähigkeiten habe, kann ich dir sagen, wenn du Leutnant Surge auch den seinen Plan aufgibt, Pokémon zu stehlen, wird all diese Zerstörung niemals stattfinden. Warum ich dir das alles erzählt habe? Weil du all das Leutnant Surge erzählen kannst und mir sagen kannst, er soll seine gemeinen Pläne aufgeben. Der aktuelle Arenaleiter Leutnant Surge plant nämlich ein Pokémon zu kidnappen, dessen Namen ich allerdings nicht kenne. Aber ich hatte eine Vision. Wenn er dieses Pokémon erreicht, wird Lances Lust nach Macht und nach Macht erneut erwachen und er wird böse Dinge tun. Und böse Dinge werden Vermilion City passieren. Ich kann in die Stadt nicht hineingehen und mit ihm selber reden, weil er ein geheimes Mitglied ist oder war von Team Rocket. Das ist der Grund, warum ich dich brauche, um da hinzugehen und ihm zu sagen, er soll aufhören, mit Team Rocket zu arbeiten und nicht die Pokémon zu stören. Zu zerstören. Ich das alles weiß, sag ihm, dass sein Cousin und sein früherer Teamkamerad eine Vision hatte, die mit Wahlen zu tun hatte. Aha. Okay. Ghastly Screeches. Ghastly heißt das Ding. Okay, Nebulax ist auch nicht viel besser. Aber Eisattacken waren doch auch gegen Drachen effektiv. Zumindest mal in der zweiten Generation, ja. Hat sich das geändert oder ist das immer noch der Fall? Sieht so out of place aus, diese Bubbles da. Ja. Drache ist sehr effektiv gegen Drache. Was zur Hölle? So, wir sind also jetzt auf jeden Fall in der nächsten Stadt, wo in der Elektro-Arena, wenn ich mich gerade nicht irre, und dafür haben wir halt unser Sandan-Schiff. Ja, fangen wir mal hier ganz links an. Wer bist denn du? Dieser Farfetch'd ist so nervig.
du, gib mir dein Spearow für mein Farfetch'd. Spearow ist doch Habitag, oder? Genau. Okay, Habitag habe ich tatsächlich sogar. Was ist Farfetch'd? Ach, das ist Porenta. Nö. Okay, dann hau ab. Aber das kann ich, glaube ich, tatsächlich nochmal machen. Ich bin der Meinung, ich habe einen Habitag. Genau, hier Level 5. Tauschen wir mal kurz aus. Geben wir ihr das mal. Hallo. Oh, von mir aus. Hier. Dankeschön, hier ist mein Farfetch'd. Farfetch'd hat außerdem noch einen Stab dabei. Hat halt wirklich einen Stick dabei. Whatever, kann's behalten. Piep, 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 piep. Keine Ahnung, das sieht irgendwie ziemlich viel aus hier. Das IV. Müsste ja doch theoretisch auch relativ schnell entwickeln. Ich will allerdings mein. Wo ist es? Mein Beauty wieder haben. So. Kann ich mich dichter anquatschen? Na, hier unten steht noch jemand, der hat keinen Namen drüber. Spricht. Sorry. Der Pillik hier ist so toll, ist es nicht? Deutsch würde man sagen, oder? Ich habe es nur gerade wortwörtlich übersetzt. Samuel. Hallo Samuel. Hey, hallo, danke, dass du mich besuchst. Ich muss dir was gestehen. Seitdem ich hierher gezogen bin, hat mein Dito, ist mein Dito immer einsamer und einsamer geworden. Es macht mich echt traurig zu sehen, ihn so zu sehen. Würdest du mir einen Riesengefallen tun und ein weiteres Dito für mich fangen als Freund zum Spielen? Ich werde es dir vergüten. Ups. Okay, danke. Ich habe mein Dito vom Route 13, aber ich habe gehört, dass sie auch auf Route 8 erscheinen. Wäre also sinnvoll, dass man in diesen beiden Bereichen sucht. Außerdem musst du das Dito selbst fangen. Ich möchte sehen, jemanden sehen, der sich genauso einsetzt, Pokémon zu jagen. Dass jemand halt seine eigenen Pokémon fängt. Würfel, oder? Aber kriegt wahrscheinlich nicht jeder die gleichen Werte bei dem Porenta-Tausch. So. Psycho Medium Marina. Hm? Ich kann deine Gedanken lesen. Ich weiß genau, was du gerade denkst. Ja. Es sieht vielleicht nicht so aus, aber ich bin ein Medium. Ich kann von den legendären Pokémon die individuellen Werte oder die Natur für ein Reroll-Ticket oder ein Nature-Reroll-Ticket verändern. Möchtest du was probieren? Nein. Okay, dankeschön. Reroll-Ticket-Exchanger. Du siehst aber aus wie einer von Team Rocket. Hey du, ich kann ein Reroll-Ticket für zwei Nature-Reroll-Tickets und andersrum austauschen. Möchtest du das umtauschen? Nein, danke. Okay, tschüss. PvP-Coin-Master. Achso, wenn du PvP spielen musst. Ja, ich weiß nicht, Pokémon ist für mich nicht so ein klassisches PvP-Spiel. Das würde ich vielleicht mit einem Kumpel machen, der auch das spielt. Weiß nicht, ob er das macht. Entschuldigung, mein Schatz. Ich dachte, du wärst jemand anderes. Ich habe Erinnerungen von vor 10 Jahren, die mich immer noch verfolgen. Okay. Kann ich ihn nochmal ansprechen? Sagst du mir was anderes? Nee, mach's nicht. Also das ist halt, Pokémon ist halt für mich so ein Just-for-Fun-Spiel. Ich will halt vor allem Pokémon fangen und hochleveln.
Ich sehe immer noch aus dem Fenster und erinnere mich an ein unglaublich schlimmes Ereignis von vor 10 Jahren. Und das, das führt dazu, dass ich realisiere, wie viel Glück ich eigentlich habe, immer noch hier zu sein. Aber wir sind nur zum Verkaufen. Ja, okay. Auch nichts. Oh, du, kann ich das mitnehmen? Das ist doch irgendwie ein Elixier oder sowas, oder? Looten! Ah, verdammt. Geht nicht zu looten. Was ist denn das? Warum kann ich den Schalter nicht umlegen? Ich hab den Schalter gerne umgelegt. Einfach mal in fremde Leute Schlafzimmer gehen und irgendwelche Schalter umlegen, die da auf dem Boden sind. PvP Coin Master. Willkommen, was möchtest du heute sagen? Bei PvP Items gibt's denn hier? Cloaks, Hoods, Mounts? Oh, ja gut. Wenn ich Mounts bekommen kann, ist vielleicht PvP doch irgendwie interessant. Battle Items, Evolution und Misc Items. Was gibt's denn hier für Mounts? Zapdos Mounts. Kommen die Flammen von drüben oder schießen die aus deiner Hose? Dankeschön, Pinkiller, für dein Follow. Moltres Count, Entei Mount, Suicune Mount. Suicune war das aus der goldenen Edition? Ne, war nicht aus der goldenen Edition, das war's. War aber einer von den legendären Hunden, ne, Suicune. Ich hab Articuno auch und. Zapdos war aus der ersten Edition, einer legendären Vögel und Entei. Warum? Entei passt irgendwie nicht in die Reihenfolge. Next Page. Raikou, okay, ich kann die Ninetales. Das ist Pink Ninetales, ist doch quasi in Shiny Vulnona, hier die Weiterentwicklung von Vulpix, ne? Absol, Absol heißt glaube ich auch im Deutschen Absol tatsächlich. Jetki, Ski, kenne ich nicht. Ach, das sind einfach nur normale Jetskis, okay. Exit. Okay, komm zurück. Was gibt's denn hier noch so? Bei PvP Items? Cloaks. Okay, es sind einfach nur unterschiedliche Formen von Cloak. Diva Dress, Gold Punk Jacket. Okay, für PvP kriegst du ganz schön viel Vanity Stuff. Also einfach nur hübsch aussehen. Shit. Oh, wir sind Officer Jenny. Was hast du denn für Aufgaben für mich? Hallo, Trainer. Du hast keine Aufgaben? Frechheit. Och, Mann. Ist sie jetzt Superbälle? Hallo, was willst du jetzt kaufen? Es gibt keine Superbälle. Nee. Ich muss ein paar Super Potions kaufen. Weiß niemals, wann ein Pokémon schnelle Heilung braucht. Meine Super Potions gab's aber auch nicht. Nicht doof. Genau, gibt nur normale Potions. Wie kaufst denn du hier Super Potions? Diese Shop machen gute Geschäfte mit Paralyseheilern, habe ich gehört. Die braucht man schließlich besonders gut gegen das Elektrik-Typ Arena hier in der Stadt. Ja. Ich kann über die Stühle nicht laufen, seit wann das denn? Oh, liebst du es nicht auch zu angeln? Nichts ist so beruhigend. Die Angelrute in der Hand und ein paar Fische aus dem See zu ziehen. Oh, was ist das? Du möchtest auch angeln? Ja, gut, ich denke, ich kann dir helfen, mein Junge. Ja. Log mal ein wenig, Freddy. Ich mache da nicht mehr allzu lange. Leg los, mein Junge. So, und was ist denn im Schlafzimmer, alter Mann? Finde ich da irgendwelche geheimen, bösen Sachen, die man nicht sehen sollte? Irgendwelche, keine Ahnung, Webseiten offen gelassen oder sowas? Das ist doch hier das Pokémon-Fanhaus, ne, wenn ich mich richtig erinnere. Wer bist du? Ich frage mich, was hinter diesen Felsen ist. Manchmal hört man von dort Stimmen herkommen oder Geräusche herkommen. Könnte es vielleicht die wilden Lapras sein, von denen ich von meinem Großvater gehört habe? Könnte sein, ich habe gerade einen Lapras allerdings gesehen. So, hier, ihr Poke-Fans. Evoli-Fans sind das wohl. Und es gibt jetzt zwei blaue Evoli-Varianten. Sieht ja hässlich aus. Aber es sind zwei blaue Evolis. Evoli-Varianten waren alle in einer anderen Farbe. Was seid denn ihr?
Man macht nicht zwei Evolis. Über die Evolis kann ich. Über manche Evolis kann ich drüber laufen. Und die doch einfach über mich drüber, besser gesagt. Ups, jetzt bin ich rausgegangen. Das wollte ich gar nicht. Ach komm, ich wollte nicht rausgehen. Ich wollte mich nur hinstellen. Nee. Exposed to a Firestorm. Well, it may appear soft and fluffy to pet, its body flourish enough term energy that is externalized even on its fur. Okay. Ja. Naja, ein bisschen. Ich erfahre das ein bisschen mit Evoli. Gibt auch ein Feen-Evoli? Jetzt wird auch doof. Ich habe es geschafft. Ich habe alle bekannten Varianten von Evoli-Evolutionslinie gefangen. Oder bekommen. Ich habe eben welche gefunden, wo die Ressourcen in Kanto überhaupt nicht vorhanden sind. Wenn mehr Evoli-Evolutionen bekannt werden, kann ich dir versprechen, dass ich die erste, der erste sein werde, der sie haben wird. What are Evolutions? Ich habe mich ein wenig überstürzt. Ich muss daran denken, dass Evolutions. Evolutions, auf Deutsch vielleicht. Eine Begrifflichkeit ist, die noch nicht so weit verbreitet ist. Evolutions ist ein Begriff entworfen für die entwickelten Formen von Evolis. Es ist ein Zusammenbau von Evoli und Evolutions. Du siehst es innovativ, oder? Evoli ist so ein faszinierendes Pokémon. Die DNA ist ist so all anpassungsfähig, würde ich wahrscheinlich auf Deutsch machen. Omni-compatible. Omni-zusammenpassend? Ist irgendwie dumm zu übersetzen. Ist so anpassungsfähig zu so vielen verschiedenen Typen, dass es in nahezu jeden Typ verwandelt werden und entwickelt werden kann. Ich bin mir sicher, dass Evolution-Typen, dass mehr Evolution-Typen sich in der Zukunft zeigen werden. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie für neue Methoden entwickeln, sie zu entdecken. Es ist so ein Mysterium, ich werde nie aufhören können, es zu studieren. Okay, ich muss mal gehen. Okay, bis später, mein Junge. Lass mich wissen, wenn du Evolutions erhältst. Es fasziniert mich einfach, die Sammler kennenzulernen. Okay, ich habe keine leider. Wer bist du, Victoria? Wow, dieses Game ist surreal. Was, wenn mein Sichlor wirklich zu einem Schatten-Pokémon korrumpiert wird? Wie ich es in diesem Spiel sehe. Es ist nur ein Spiel, aber es macht mir immer noch Angst, diese Vorstellung zu sehen. Es könnte, wie es wirklich passieren könnte, dass ein und sich vorzustellen, dass es, wie es in der Realität passiert. Ach komm. Der spielt halt irgendwie ein Cube-Spiel, irgendwie. Pokémon Shadow, bla bla bla. So, da ist die Arena. Dafür brauche ich erstmal Zerschneider. Oder Surfer. Beides habe ich nicht. Ich würde irgendwie anders denken. Hier, Segler. Hey, Dude. Schöner Tag heute. Geil. Wer bist du? Bist du die Frau vom Segler? Bleib weg von meinem Müll! Alles klar. Was hast du denn hier hinten angebaut? Nichts Wichtiges. So, Pokémon-Lädchen. Da unten ist dann der
MS Anne, der hält mich wahrscheinlich auf, weil ich einen Orden nicht habe, oder? Hey, Search sucht einen neuen Herausforderer. Warum gehst du nicht und freust du nicht raus? Genau. Ich hab doch schon gedacht, dass er mich aufhält. Ob der ältester Maulana. Hey, der Jungchen. Hallo, ich würde dir die TM44 Erholung verkaufen. Aber ich denke, es ist nicht die perfekte Zeit dafür. Komm noch mal zu mir, wenn du Leute in Search in der Arena besiegt hast. Okay. Okay. Kann ich hier? Hier kann ich lang. Sehr gut. So. Hallo, Frauchen. Ich bin erst eingezogen, aber ich kann hier die Schrufe von Dragoniers von Zeit zu Zeit hören. Ach, dass es aufhört! Okay, was hast du mit? Du hast nichts mit. Was ist denn da oben für ein blutiges Radio? Holy! Es passt irgendwie nicht dahin. Nur mal so. Am Rande. Okay, mit dir kann ich so nicht reden, ich muss hier rumlaufen. Dieses Haus war echt ein Schnäppchen, als ich es gekauft habe. Ich frage mich, warum. Es ist so neu. Was war das? Joa. Damit würde ich erstmal aufhören. Deswegen tschüss und bis später.